Danke. Ja. Morgen. Good morning. Ich bleib mal hier oben stehen. Ich bin so klein, dann sehen Sie mich nicht mehr. Ja, guten Morgen. Wow, nice. Konstantin, ich glaube, dieser Format, dass wir die Workshops am ersten Tag haben und dann ein bisschen Abendveranstaltung, der Glühwein war auch nicht schlecht, und dann die Vortragsreihe und so, die heutigen, das finde ich gut. Ich habe so das Gefühl, ich kenne sie jetzt ein bisschen. Ja, das ist schön. So hopefully you had a good time last night. Meine Aufgabe normalerweise hier ist so ein bisschen das Thema zu erklären, sozusagen leicht zu erklären, also als Fundament oder Basics für den restlichen Tag beziehungsweise für die Konferenz. Und ich glaube, auch gestern habe ich gefragt, wir haben viele neue, hattest du gefragt, ne? Wie viele sind zum ersten Mal auf der Kata Convention oder Kata Praktikertag? Prima, okay. Denn von Jahr zu Jahr entwickelt sich dieser Vortrag weiter, aber die Leute, die schon mal hier waren, die werden auch einige Folien erkennen. Das andere ist, die Folien sind auf Englisch. Die Zeit ist einfach nicht da, insbesondere weil Konstantin und ich gerade das neue Kata-Buch übersetzen. Die Zeit ist einfach nicht da, das zu übersetzen. Die Folien können Sie gerne haben. Werden die rausgeschickt, Konstantin? Ja. Okay. Und zwar als PowerPoint. Sie können die Folien also gerne benutzen, ändern, wie Sie möchten. Ja. Es ist keine PDF in dem Sinne. Jetzt habe ich einen Satz hier, auf Englisch sogar. Den habe ich mal reingemacht. Das stammt noch von dem Toyota Kata-Buch. Und dann habe ich meine Frau gefragt, was hältst du davon, diesen Satz hier als erste Folie? Ne? Und da hat sie nur Kopf geschüttelt. Also der Satz ist ziemlich lang. Vielleicht können wir den gemeinsam mal übersetzen, denn darum geht es eigentlich. The systematic pursuit of desired conditions by utilizing human capabilities in a concerted way. Wie würden Sie das übersetzen? Ja, fangen wir oben an. Ne? Also systematic pursuit, ein systematisches Anstreben sozusagen. Also nicht nur Anstreben, sondern ziemlich systematisch. Desired conditions, erwünschte Zustände, wo wir sein wollen, ja? Indem wir menschliche Fähigkeiten nutzen, ja? Aber auf einer, bitte? Strukturiert, gerichtet, im Einklang, konzertiert heißt, ne, es gibt einen Dirigent und wir spielen als Orchester sozusagen. Ja? Wir können also menschliche Fähigkeiten systematisch nutzen, um das zu erreichen, was wir wollen, und indem wir auch wie ein Orchester arbeiten, beziehungsweise koordiniert arbeiten. Okay, ja, das war mein Vortrag. Wow, okay. Das Copyright. So, worum geht's eigentlich? Der erste Punkt, es ist eine Art und Weise zu arbeiten und vielleicht noch wichtiger, eine Art und Weise, wie wir zusammen, wie Menschen zusammenarbeiten können. Da komme ich später nochmal drauf. Mehr und mehr haben Sie auch vielleicht gemerkt, das Toyota Kata-Thema, es geht um Scientific Thinking. Das wurde uns auch erst etwas später klar. Wir haben Toyota beobachtet, wir haben geforscht und irgendwann merkt man, das ist eine gewisse Art des wissenschaftlichen, eine wissenschaftliche Denkweise, was sie da üben. Und diese wissenschaftliche Denkweise als ein Bestandteil von, oder ein Ingredient, eine Zutat bei Teams und Organisationen, die besonders effektiv sind mit Verbesserung, Adaptivität und sogar Innovation. Und der dritte Punkt, es ist ein Aspekt der Firmenkultur, der Organisationskultur, die wir glauben, sie durch Üben kreieren können oder beeinflussen können. Obwohl der dritte Punkt ist noch nicht hundertprozentig klar. Wir haben beobachtet, wie Toyota das mit Amerikanern macht, aber ich glaube, das ist nicht in jedem Fall der Fall. Und ich glaube, Ferdi, bist du da? Da bist du. Du wirst zu dem Thema Punkt 3 auch einiges zu sagen haben. Ne? Das passt dann gut. Dann haben wir mich und dann kommt der Ferdi direkt im Anschluss. Können wir diesen Punkt noch ein bisschen weiter explore it a little more. So, aber zuerst möchte ich, und ich habe hier einige Begriffe übersetzt, zuerst möchte ich über diesen Herren sprechen. Und der hieß Percival Lowell.
Er war ein Businessman und ein Astronom. Und er hat die Lowell Sternwarte, ist das das Wort? Ja, okay. Die Lowell Sternwarte in Arizona 1890 gegründet. Also so ein Hobby-Astronom in etwa. Aber profihaft gemacht. So, er hat viele Jahre damit verbracht, Netzwerke von Linien, also Linien, die er auf Mars und Venus beobachtet hat. Und sein Argument war, diese Linien, die er auf Mars und Venus gesehen hat, sind Kanäle, die Wasser transportieren, von irgendeiner intelligenten Zivilisation gebaut, um Wasser zu transportieren. Er merkte auch, jedes Mal, wenn er schaut, sind die Linien, diese Kanäle, vermutliche Kanäle, in der gleichen Position. Das heißt, er hat auch vermutet, dass diese Planeten in synchronisierte, wie sagt man, Orbit, um die Sonne herum, Umlaufbahn. Ja, also immer die gleiche Seite nach vorne. In 2003 hat ein Optometrist, ist das ein Wort? Augenoptiker, danke, das ist besser. 2003, also fast 100 Jahre später, hat ein Augenoptiker herausgekriegt, was Percival Lowell da am Sehen war. Um das Blendlicht zu reduzieren, hat Lowell die Aperture, sagt man das? Aperture? Sag mal. Aperture is better, ja. Hat er die Aperture von seinem großen Teleskop, das haben Sie ja im Bild gesehen, kleiner gemacht, um das Blendlicht zu reduzieren. Wenn Sie aber die Aperture so klein machen auf einem so großen Teleskop, fängt das Teleskop an, ein anderes Instrument zu sein, und zwar auf Englisch ein Ophthalmoscope. Das ist ein Instrument, womit man die Innenseite des Auges betrachten kann. Sie sehen es schon am Kommen. Ja? Die Kanäle, die Linien, die Lowell als Kanäle interpretiert hat, sind eigentlich die Blutgefäße in seiner eigenen Netzhaut, was auf der linken Seite zu sehen ist. In anderen Worten, diese Landkarten von Venus und Mars waren eigentlich Landkarten von der Rückseite von seinen eigenen Augenapfel. Okay. Ja, ist lustig, ne? Okay. 1965 haben wir dann Mariner 4 hochgeschickt und das hat dann ziemlich nah dran geguckt und da sind keine Kanäle. Haben wir endlich beweisen können, da sind keine Kanäle. So, der Punkt von dem Ganzen ist, ein Gedanke ist nicht ein Fakt. Nur weil wir irgendwas denken, ist es nicht unbedingt wahr. Ja? Das ist ein Aufkleber auf Autos in den USA, den man manchmal sieht. Don't believe everything you think. Ja? Und das habe ich dazu geschrieben, test it. Und das ist ein guter Auftakt für über das Toyota-Kata-Thema zu sprechen. Und da würde ich gerne damit anfangen, einfach ein bisschen über die Toyota-Kata-Forschung, ich kann ja hier gucken, über die Toyota-Kata-Forschung was zu sagen. Das war 2003 bis 2009. Wir hatten schon lange Toyota studiert. Ich glaube, die Leute pilgern schon 20, 30 Jahre dahin. Manche kennen den Pilgerweg und waren dabei. Aber irgendwie die Sachen, die wir bei Toyota kopiert haben, haben nicht so gut hierzulande bei uns in den USA, in Europa und so weiter funktioniert. Das heißt, die haben Verbesserungen gebracht, diese ganze Lean-Tools, die Lean-Praktiken und so weiter, die wir bei Toyota gesehen haben. Haben Verbesserung gebracht, aber diese Verbesserung war oft schnell wieder weg. Man baut eine U-Zelle auf, aber in kurzer Zeit ist es wieder nicht mehr One-Piece-Flow. Und so dachten wir, irgendwas fehlt. Irgendwas haben wir noch nicht gesehen. Jim Womack damals sagte, ich glaube, das ist in deren Management-System. Ja, klingt gut. Und wir wussten aber nicht sehr viel über Toyotas Management-System. Außer Jim sagte damals, einige sagten damals, Toyota-Manager geben nicht Lösungen, sie stellen nur Fragen. Ja. Das haben wir mal versucht. Wir haben dann unsere Manager gesagt, also Manager, mit denen wir gearbeitet haben, sie dürfen die Lösungen nicht geben, sie dürfen nur Fragen stellen. Daraufhin haben diese Manager dann mehr oder weniger gesagt, ich weiß, was ich will, aber ich darf es nicht sagen, jetzt müssen Sie raten, meine Mitarbeiter müssen jetzt raten, was ich im Kopf habe. Ne? Ich habe eine Zahl im Kopf, rate mal. Das war es dann natürlich auch nicht so.
Ist auch schwierig, diese Management-System zu erkennen, zumal man Toyota-Leute damals zumindest überhaupt nicht fragen könnte. Wir haben Executives bei Toyota gefragt, wie führen sie, wie managen sie, wie bringen sie anderen das bei und so weiter. Die konnten die Frage nicht beantworten. Die haben dann die ganz normalen Toyota-Sätze wie go to Gemba, ask why, show respect, solche Sachen gesagt, die wir alle schon gehört haben. Und dachte, irgendwie, entweder die verheimlichen irgendwas oder sie sehen es selber nicht. Ich glaube, mittlerweile ist das Letztere damals. Man sieht das eigene System eigentlich nicht. Man ist drin in dem System. Es ist wie die Luft, die man atmet. Es ist schwer, das zu beschreiben. Ja? Der Witz ist, the joke, ne? Also ein Fisch kann Wasser nicht beschreiben. Wir haben gemerkt, ein Toyota-Manager damals konnte deren Management-System nicht beschreiben, obwohl sie mittendrin waren. Ja? Also nach und nach haben wir es dann doch ein bisschen verstanden. Es gibt sicherlich noch mehr zu verstehen, aber hier kurz gefasst ist das, was wir herausgefunden haben damals. Also es gibt sichtbares Zeug, Toyotas Resultate, das ist überhaupt das, was die Aufmerksamkeit auf Toyota bringt, die 60 oder mehr Jahre Profit, außer 2008, und diese ganzen Lean-Tools und Praktiken, die wir wohl alle kennen, die aber nicht so funktionierten bei uns wie bei Toyota. Toyota hat es irgendwie fertiggebracht, mehr oder weniger kontinuierlich verbessern. Die Kurve ist nicht so glatt, aber sie gehen weiter. Auch adaptieren und Innovation geht weiter, und das haben wir dann nicht erlebt. Was wir darunter gefunden haben, ist weniger sichtbares Zeug. Zwei Punkte: eine systematische, wissenschaftliche Art und Weise zu denken und zu handeln. Wir haben gesehen, dass der Toyota-Manager möchte nicht, dass der Mitarbeiter sagt, ich weiß es, wenn ich es nicht weiß. Ja? Lieber sagen, ich weiß es nicht. Was sollen wir tun, was ist der nächste Schritt, was ist die Situation, wie sieht es aus? Wenn Sie es nicht wissen, bitte nicht sagen, dass Sie es wissen und irgendwas erfinden. Ja, das ist sehr schwierig, wenn der Chef eine Frage stellt. Übrigens, ich dachte, bei Toyota arbeiten ist einfach. Der Chef stellt eine Frage und ich sage einfach, ich weiß es nicht. Ja, und damit ist meine Leistung für heute gemacht. Ne? So, wow, easy working at Toyota. Ist aber nicht so einfach. Der Manager sagt dann, okay, erklär mir mal jetzt, wie du es herausfinden möchtest. Zeig mir dein nächstes Experiment. Wie würdest du diese Informationen, die wir brauchen, finden? Und der zweite Punkt, also eine wissenschaftliche Denkweise, der zweite Punkt ist, die Manager als Lehrer, als Coaches, die den Mitarbeitern diese Denkweise nach und nach beibringen, indem sie an realen Dingen arbeiten. Und unserer Meinung nach dieser Forschung ist, dass diese weniger sichtbaren Sachen, die Sie hier unten sehen, das Fundament sind für diese sichtbaren Praktiken, die wir so lange versucht haben, bei uns umzusetzen. Und des Weiteren, wenn man sich das anschaut und wenn Sie die Wahl treffen müssten, kopiere ich das Obere, die sichtbaren Praktiken und Tools von Toyota, oder kopiere ich das Untere, dann wäre mein Vorschlag, kopieren Sie das Untere. Denn damit können Sie Ihre eigenen Lösungen entwickeln. Sie können gerne Lean-Tools und Praktiken nutzen, aber sie in Ihrem Umfeld zur Funktion zu bringen und im Rahmen von KVP zu benutzen, dafür braucht man eigentlich das hier. Wir waren uns auch zuletzt, ich pilger nicht mehr zu Toyota. Die erste Forschungsfrage in dem Buch war, was macht Toyota im Managementsystem sozusagen? Wir hatten zwei Forschungsfragen. Und die zweite Frage ist, wie können andere Organisationen, Teams eine solche Denk- und Handlungsweise, eine eigene solche Denk- und Handlungsweise entwickeln? Diese zweite Frage ist für mich viel mehr interessant. Ich finde Toyota immer noch ganz toll. Meine Autos sind Toyotas. Ja. Wenn man einmal sieht, wie ein Toyota gebaut wird, das ist ein bisschen wie Chirurgie, dann sagt man, so einen möchte ich haben. Aber es ist nicht mehr so interessant, Toyota zu kopieren, nicht so ungut. Es ist interessant, was wollen wir machen? Wo wollen wir hin? Und wir mit unseren Leuten? Und wie wollen wir unsere Leute coachen, um dahin kommen zu können? Und wir hatten auch irgendwann das Gefühl, es ist fast peinlich,
man ist in Japan und da ist ein Gastgeber einem gegenüber und irgendwie so, ja, wir zeigen Ihnen gerne nochmal, wie Kanban funktioniert, etc., etc. Aber man hatte so später das Gefühl, im Hinterkopf sagen die, warum sind Sie hier? Warum sind Sie nicht zu Hause und basteln an Ihre eigenen Probleme? Warum fragen Sie nie, wie wir unsere Lösungen entwickeln, anstatt einfach unsere Lösungen euch anzuschauen? Das haben sie uns natürlich nie gesagt und vielleicht haben sie das auch nicht gedacht, wer weiß. Aber irgendwann merkt man das und dann bleibt man zu Hause und sagt so, was wollen wir tun? Und darum geht es eigentlich in der Qatar Convention. Was wollen wir tun? Also diese wissenschaftliche Denkweise, ich finde es gut, die so zu betrachten, es ist ein Navigieren mit einem Kompass anstatt einer Landkarte. Ich mache mal gerade ein bisschen Platz hier. So, das heißt, wie Sie im Bild sehen, wir wissen, wo wir hinwollen in etwa, obwohl das sich auch ein bisschen ändern kann auf dem Weg. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir stehen hier, aber wir haben keine Landkarte. Es ist nicht wie Google Maps. Wir geben ein Ziel ein und Google Maps kalkuliert die Route, die beste Route und zeigt, wo Staus sind und so weiter. Das gibt es nicht im Leben. Ja? Ich glaube, eine wissenschaftliche Denkweise ist vielleicht die beste Möglichkeit, die wir derzeit als Menschen haben, um durch unvorhersehbares, komplexes, dynamisches Terrain zu navigieren. Ja, wir können unseren Weg finden, obwohl wir keine Landkarte haben. Dazu eine Nebenbemerkung. Desto mehr wir diese wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise in unseren Teams entwickeln, desto höher oder größer die Herausforderungen, die wir diesen Teams geben können, desto weiter und schneller kann unsere Organisation vorankommen. Und das ist auch das Thema von Gerd Aulinger, ja, diese Fähigkeit aufbauen, damit wir dann immer größere Herausforderungen annehmen können. Das heißt, in den USA ist Empowerment sehr groß geschrieben, aber es ist oft ein, wie sagt man Empowerment auf Deutsch? Befähigung, ja, ist nicht ganz sozusagen, Sie können selbst bestimmen, also ein bisschen mehr so Selbstbestimmung. Das ist auch irgendwie sehr amerikanisch im Stil, you're self-directed, you go. Ja. Aber wenn Sie ein Team Entscheidungsfreiheit geben, das heißt noch lange nicht, dass Sie gute Entscheidungen treffen. Nur weil Sie eine Freiheit geben, heißt es nicht, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Man muss auch dem Team beibringen, wie man Entscheidungen trifft, wie man navigiert. Und das haben wir wiederum bei Toyota gesehen. Ja? Wir wollen diese Navigationsfähigkeit in der Organisation aufbauen. Desto mehr wir nachgedacht haben, desto mehr wir geguckt haben, haben wir dann auch irgendwie, und ich finde, das ist irgendwie eine coole Sache, und das sieht man nicht so oft in der Businesspresse. Aber ich glaube, was Toyota macht, sie können eine gewisse, wie sagt man, ein unternehmerisches Denken zu einem gewissen Grad in der Organisation am Leben halten. Sie kennen ja den normalen Lebenslauf einer Firma, am Anfang Startup, ist ja ein Thema heutzutage, Startup, da ist es sehr dynamisch, alle Hände voll im Gange, jeden Tag wird überlegt, okay, wo sind wir heute, wo wollen wir hin, was haben wir gelernt, was müssen wir tun. Und wenn man mit Geschäftsleuten spricht, ja, das war eine schöne Zeit, als wir anfingen, diese Firma aufzubauen. Aber dann wird eine Firma mature, reif, okay, und andere Leute kommen rein und Systeme und Gewohnheiten und so weiter und dieses unternehmerische Denken geht eigentlich weg, diese unternehmerische Denk- und Handlungsweise geht weg. Und so bleibt dann ein Unternehmen mehr oder weniger stecken und wenn die Welt sich ändert, ist es ein Problem und dann kommen andere Unternehmen und nehmen den Platz und das ältere Unternehmen geht runter. Interessant ist, dass Toyota scheint einen gewissen Grad an unternehmerischem Denken am Leben halten zu können, obwohl es ist eine Riesenfirma. Es ist eine alte Firma mittlerweile. Es ist eine konservative Firma. Es ist eine hierarchische Firma. Ja, aber trotzdem, das sind jetzt nicht alles Startups bei Toyota, aber trotzdem einen gewissen Grad an unternehmerischem Denken. Was ich damit meine, ist hier in Rot gezeigt. Man nimmt nicht an, dass die jetzige Situation permanent ist. Ja? Man kann also Herausforderungen annehmen, obwohl wir die Antworten noch nicht kennen. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht bei Toyota, dass die
komplette Belegschaft sagt, hurra, neue Herausforderung, wir müssen wieder was ändern, ah, ich freue mich so, das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben auch dieses Gefühl im Magen, wenn sich irgendwas ändert und wir uns anpassen müssen, so, uff, okay. Aber ich glaube, sie sind ein bisschen mehr offen dafür, vielleicht weil sie eine Methode, was heißt Methode, weil sie eine Art und Weise geübt haben, wie man damit zurechtkommt. Der zweite Punkt. Okay, es gibt ein bisschen, okay, ich akzeptiere etwas Ungewissheit. Ich kann mich nach vorwärts bewegen, obwohl die Circumstances, die Konditionen, bitte? Umstände. Danke, Umstände, gut, dass du da sitzt. Die Umstände nicht ganz klar sind, ja. Wir kennen es alle, ja, wenn wir irgendwo hin müssen, aber der Weg ist unklar, so ziemlich schnell fragt irgendjemand, ja, vielleicht wir selbst, ja, wie sollen wir dann da hinkommen? Kannst du das mal mit Google Maps eingeben, damit wir dann den Weg kennen? Können wir einen Plan machen? Twitter hat die Fähigkeit, in diesen Umständen doch vorwärts zu arbeiten. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine erarbeitete, eine gelernte, eine gecoachte Fähigkeit. Und das Letztere ist auch ganz gut, viewing barriers more as obstacles. Es gibt ein Problem, es gibt eine Barriere und das mehr als Hindernis zu betrachten, beziehungsweise nicht als Grund, irgendwas nicht zu tun, sondern einfach, okay, da müssen wir durch, wir müssen einen Weg finden. Und das kennen wir auch von den Meetings, wo jemand sagt, ja, wenn wir dahin wollen, meine Damen und Herren, aber Sie wissen, wir haben das, ja. Ach ja, stimmt, dann können wir ja nicht dahin. Ne? Und dann ist schon aufgegeben. Ja? Ein bisschen mehr bei Twitter so, ach ja, stimmt, wir haben dieses Problem. Okay, machen wir uns ran. Wie kommen wir da durch? Ne? Es ist nicht alles Gold, was glänzt in dem Sinne, aber es ist ein spürbarer Unterschied. Und wir merken auch, dass innerhalb Japan Firmen auf Toyota schauen, andere Firmen schauen auf Toyota. Also es ist ein bisschen, übrigens, wo dieses der Ursprung dieser ganzen Sache, also keiner kriegt das raus. Vielleicht wissen Sie oder so, aber viele haben geguckt, auch im Archiv von Toyota und so. Wir wissen nicht genau so, warum es zu diese Denk- und Handlungsweise gekommen ist. Wir haben ein Muster gefunden bei Toyota, sogenannte Verbesserungskutter. Da hängt ein Poster an der Wand, da hinten. Das ist ein Modell. Wenn man eine Forschung macht, macht der Forscher ein Modell, um das, was man in der Realität sieht oder glaubt zu sehen, macht man ein Modell, um das darzustellen. Also das hängt nirgendwo bei Toyota. Das ist unser Versuch, darzustellen, was wir bei Toyota gesehen haben. Es ist ein vierschrittiges Muster. Es könnte aber auch fünf Schritte sein oder sechs. Das ist im Grunde genommen egal. So, ganz schnell. Der erste Schritt ist, es gibt eine Richtung oder eine Herausforderung. Das Wort Herausforderung ist sogar ziemlich wichtig bei Toyota. Wo wollen wir langfristig hin? Das ist oft irgendwie so sechs Monate bis drei Jahre in der Zukunft, so in etwa. Ja. Der zweite Schritt dann, sehr viel Mühe bei Toyota, den Ist-Zustand zu verstehen. Ja, okay, jetzt wissen wir, wo wir hinwollen langfristig. Wo sind wir denn überhaupt im Moment? Das ist der Schritt übrigens, den wir super gerne überspringen. Wir wollen sofort los. Ach, da wollen wir hin, let's go. Ja. Toyota verbringt ziemlich viel Zeit hier mit Grasp the Current Condition. Go to Gemba, go and see. Wenn sie Lean lieben, dann kennen sie auch diesen Ono-Kreis. Stell dich in den Kreis und guck zu, ob es den tatsächlich gibt. Keine Ahnung, ich habe nie einen Kreidekreis gesehen in den Werken, aber naja, wer weiß. Aber verstehe den Ist-Zustand, dann kommt der dritte Schritt, erstelle einen nächsten Zielzustand auf den Weg zur Herausforderung, aber viel näher dran. Das ist ein, zwei, drei Wochen in der Zukunft, nicht viel mehr als das. Ja? Und Zielzustand, gestern kam auch die Frage, wieso Zielzustand, das ist ein komischer Begriff, ist in der Tat ein komischer Begriff. Ich sage Ihnen mal kurz, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben das Glück in den USA. Toyota hat sehr viele Werke in den USA, ich glaube 7 oder mehr. Entschuldigung. Und viele Lieferanten. Und so haben wir viele Gelegenheiten zuzugucken. Insbesondere, wenn man von der Universität kommt, dann ist die Tür eher offen. Ja, das ist nicht schlecht. Und wir folgen dann in den frühen Tagen, Toyota in den USA, waren noch viele Japaner rübergebracht, heute nicht mehr so viel.
Und da steht dieser Coach, der Sensei von Toyota, an einem Prozess und fragt den Manager, what is Target? Und der Manager hat gesagt, what is Target? Ja, und der Manager hat gesagt, ja, wir wollen hier, ich weiß nicht, 10% sparen oder so. Ja. Und der Japaner sagt, nein, nein, what is Target? Und der Manager sagt, ja, wir wollen irgendwie 10% hier einsparen oder irgend sowas. Ja. Und der Japaner wurde immer aufgeregter. Ja. No, 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 no. Die machen so, glaube ich. Ne? No, 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 what is Target? Und dann haben wir mal ein bisschen untersucht und er sagte Target, aber das japanische Wort, an dem er dachte, ist nicht Target, ist Target Condition. Das heißt, ich verstehe wohl, Herr Manager, dass Sie hier 10% einsparen wollen. Meine Frage ist, beschreiben Sie mir doch, wie dieser Prozess aussehen müsste, wie dieser Prozess laufen müsste, um dieses Ziel von 10% erreichen zu können. Und dann fiel bei uns erstmal der Groschen. Es ist ganz leicht, durch die Welt als Manager zu gehen und zu sagen, 10%, 10%, 10%, 5%, also eine Ergebniskennzahl zu verteilen. Da muss man gar nicht zur Uni zu gehen, um das zu machen. Das ist einfach. Aber zu sagen, okay, wir wollen hier 10%, wir müssen hier 10% einsparen. So, jetzt müssen wir uns mal die Ärmel hochkrempeln und sagen, wie müsste das denn überhaupt aussehen? Erstmal, ja, und das ist eine Prognose, eine Hypothese. Okay, wenn wir es so umrichten, wenn wir das mit 2 Personen statt 3 Personen schaffen, um das machen zu können, müssen wir das hier ein bisschen anders machen. Ich prognostiziere, dann hätten wir unser 10%. Und dann kommt der 4. Schritt der Verbesserungskarte. Wir experimentieren, um von hier bis dorthin zu kommen. Und auf dem Weg dahin lernen wir viele Sachen und letztendlich die Lösungen, die werden wir auf den Weg finden. Sehen Sie den Unterschied zwischen 10%, 10%, 10% und okay. Und der Manager kann es ja nicht alles machen, also müssen wir die Leute beibringen, wie sie das machen. Ja? Okay. Also Target Condition, deswegen, die Frage kam gestern. Es ist nur ein Modell. Kennen Sie der französische Künstler, das Gemälde mit der Pfeife, wie heißt das? Kennen Sie das? Anybody? Wie heißt der Künstler? Ah, da steht, das ist nicht eine Pfeife. This is not a pipe. Kennen Sie das Gemälde? Ja. Was will er damit sagen? Es ist nur ein Bild. Ne? Denn da ist eine Pfeife im Bild. Ne? Und er sagt, das ist nicht eine Pfeife. Es ist nur ein Bild. Es ist nicht eine Pfeife. Das ist nur ein Modell. Und jeder Manager bei Toyota hat eine Variante dessen eigenen Stil. Aber wenn man lange genug guckt, tendieren sie sich so zu verhalten. Okay, das ist, was wir über Toyota gelernt haben. Lass uns ein bisschen über eine wissenschaftliche Denkweise sprechen. Nehmen Sie bitte, Sie sollten so eine Karte haben, vielleicht kennen Sie das. Nehmen Sie die Karte mit der Seite ohne der Linie und orientieren Sie den Punkt nach links. Ja, braucht jemand eine Karte? Ja, da hinten. Okay, also Karte, die Seite ohne Linie, den Punkt auf der linken Seite und jetzt auf den Punkt starren, das linke Auge zumachen und mit dem rechten Auge auf den Punkt ganz festes starren und die Karte langsam von innen nach außen bewegen. Ich glaube, bei so 15 cm von der Nase passiert irgendwas. Sie starren auf den Punkt mit dem rechten Auge, das linke Auge ist geschlossen. Karte nach innen, nach außen, langsam und da passiert was. Was passiert? Das Plus geht weg, ja? Okay. Das funktioniert nicht bei jedem. Die Leute, wo es nicht funktioniert, sie müssen jetzt gehen. Aber bitte, wir werden beim Lunch sehr viel zu essen haben. Ja, ja, der Punkt verschwindet. Okay. Jetzt reden Sie mal kurz mit Ihrem Nachbarn, warum das so ist. Warum verschwindet der Punkt?
Okay. Okay, jetzt möchte ich von Ihnen hören. Warum sehen wir den Punkt nicht? Das soll noch einmal machen. Ja, meine Damen und Herren, warum sehen wir den Punkt nicht? Danke. Warum sehen wir den Punkt nicht? Bitte? Das Kreuz nicht, danke. Warum sehen wir das Kreuz nicht? Bitte? Ich weiß es nicht. Wow, Toyota Mann. Wie wollen Sie es herausfinden? Wann können wir sehen, was wir aus dem gelernt haben? Ja, warum verschwindet der Punkt, das Kreuz? Anschlussstelle von Sehnerv, genau, genau. Auf Englisch Blindspot oder Lacuna, weiß nicht. Das heißt, kurz gesagt, das Kabel geht da in die Augen hinten rein und da haben wir keine Receptors. Wir können physisch nicht sehen, was an der Stelle da ist. Gut, wenn Sie beide Augen aufhaben, fängt das andere Auge es auf und man nimmt es wahr. Ja, wenn Sie eins zumachen und den Punkt finden, wir haben nicht die Möglichkeit, an dem Punkt irgendwas zu sehen. Okay, cool, interessant. Wenden Sie die Karte mal um. Diesmal die Seite mit dem Strich, wie Sie hier sehen. Nochmal den Punkt nach links und im Grunde genommen die gleiche Masche. Linkes Auge geschlossen, rechtes Auge auf den Punkt starren und die Karte langsam innen nach außen, bis Sie den Punkt wiederfinden. Also bei mir ist das so 15, 20 Zentimeter von der Nase. Okay, was passiert diesmal? Was passiert diesmal? Finden Sie das? Also der vertikale Teil von dem Kreuz verschwindet, aber die Linie bleibt ganz. Okay, okay, das ist wirklich komisch. Ja? Denn wir wissen, wir können an der Stelle nichts sehen, ja? Aber die Linie geht durch. Was geht jetzt vor? What's happening now? Was? Das Gehirn ist zu schlau, ja. Zu schlau, finde ich gut gesagt übrigens, ja. Das heißt, unser Gehirn füllt es für uns ein. Und zwar sofort und ohne uns zu sagen. Beziehungsweise das Gehirn sagt nicht, links ist eine Linie, rechts ist eine Linie. Ich habe die Vermutung, die läuft durch. Aber brauchen Sie sich gar nicht drum zu kümmern, ich male sie für Sie rein. In der Tat, Ihr Hirn hat diese Linie für Sie reingemalt. Ja. Das heißt, unser Hirn gibt uns nicht eine ungefilterte Realität. Unser Hirn, unsere Augen, über unsere Augen, das sind ja nur Rezeptoren, unser Hirn gibt uns eine bearbeitete Realität. Ja, wir sehen nicht die tatsächliche Realität, wir sehen eine bearbeitete Realität. Das heißt, das Gehirn macht Annahmen. Ehrlich gesagt, wenn wir an diesen Punkt kommen, fühle ich mich immer ein bisschen wohl. Wir haben nämlich gerade vorhin über den Percival Lowell gesprochen und wie er auf Mars und Venus diese Linien sah und er dachte, das sind Kanäle, aber das waren nur in seinem Auge die Blutgefäße, ja, und wir haben gelacht. Es tut mir immer ein bisschen leid, weil wir jetzt die gleichen Fehler machen, ja. Das heißt, wir lachen wegen Percival Lowell, aber wir hätten die gleichen Fehler gemacht. Gut, er hätte natürlich sagen können, vielleicht 20 Leute heranholen, a peer review in the academic world. Können Sie auch mal ins Teleskop schauen und sagen, was sehen Sie? Ja, was sehen Sie? Und so könnte man vielleicht das ein bisschen mehr testen. Getestet hat er es nicht. So, das Gehirn macht Annahmen. Also unser Gehirn nimmt Stücke von Informationen, die es bekommt, von den Augen und was weiß ich wo, ja, und kreiert Gefühle der Gewissheit. Da ist die Linie da. Jumping to conclusions, voreilige Schlüsse ziehen. Ja? Wichtig ist hier vielleicht für die Cutter-Welt der Begriff die Wissensgrenze. Knowledge Threshold, Current, die aktuelle Wissensgrenze, die bewegt sich ja immer. Danke. Das heißt, wir können nur so weit sehen, aber unser Gehirn springt da drüber, füllt in die leeren Stellen mit Sägespäne, ja, sozusagen, ja, und wir merken gar nicht, dass wir eine Wissensgrenze haben. Ja. Das klingt negativ, ist auch gewissermaßen negativ, aber
dieses Jump to Conclusions, voreilige Schlüsse ziehen Mechanismus ist wichtig für uns. Es ist wichtig für das Überleben. Überlegen Sie mal, Sie sind im Verkehr und das Gehirn, Ihr Gehirn sagt Ihnen, ja, das Auto könnte vielleicht gerade in Ihre Spur kommen, ich weiß es noch nicht genau, kümmern Sie sich bitte noch nicht, warten wir ab, bis wir Daten und Fakten haben und dann können wir entscheiden. Ja? Wir wären nicht durchs Leben gekommen. Es ist also eine, auf Englisch, better safe than sorry, Numero sicher Routine. Es ist auch sehr schnell, es läuft automatisch ab und es belastet nicht unsere kognitive Kapazität. Unsere kognitive Kapazität ist sehr limitiert. Ja. Wenn Sie zum ersten Mal Auto gefahren sind, zum allerersten Mal zum Üben, wo haben Sie das gemacht? Parkplatz. Warum? Ihr Hirn ist total damit beschäftigt, Bremspedal, Gaspedal, Kuppeln, Spiegel, Blinker. Sie haben nichts mehr übrig für die Straße. Ja? Wenn Sie heute Auto fahren, denken Sie, wo ist der Bremspedal? Das Bremspedal? Ja? Nee, denken Sie, die kognitive Kapazität ist frei geworden. Sie drücken ein, der Bremspedal ist immer da, da brauche ich mich gar nicht zu überlegen. Ich kann mich auf das Geschehen auf der Straße konzentrieren, wo tatsächlich eine Aufmerksamkeit notwendig ist, weil es nicht immer das Gleiche ist. Ja? Das ist, glaube ich, was Toyota versucht zu machen mit der wissenschaftlichen Denkweise. Wir versuchen, die automatisch zu machen, damit die Menschen sich dann auf das Eigentliche konzentrieren können, das eine Aufmerksamkeit braucht. Das Geschehen auf der Straße ist nicht vorhersehbar. Ja? Und es ist doof, wenn wir irgendwie hier ein Problem haben oder ein Ziel und wir sagen, und, ja, wie sollen wir vorgehen? Oder ja, nee, wir müssen doch erst das und das. Stattdessen handeln wir wissenschaftlich. Wir wissen, dass wir eine Wissensgrenze haben. Wir wissen, dass der Weg, obwohl wir einen Plan machen, Toyota plant sehr viel, aber hat die Möglichkeit, den Plan nur als Hypothese zu betrachten. Und man lernt Sachen auf dem Weg. Dieses will man automatisch machen. Liest irgendjemand zurzeit Kahnemanns Buch Thinking Fast and Thinking Slow? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja? Also im Grunde genommen wollen wir diese sich wiederholende Routinen, Bremspedal, wissenschaftliche Denkweise, wissenschaftliches Handeln, das wollen wir schnell ins Unterbewusstsein bringen, um die kognitive Kapazität freizusetzen, um mit der Situation klarzukommen. Der Satz ist gut, dieses Jump to Conclusions ist gut, wenn wir eine schnelle Reaktion wertvoller ist als tiefer Verstand. Ja, in diesem Fall mit dem Fahrrad, schnelle Reaktion ist besser als tiefer Verstand. Es gibt ja auch diese Thesen von Wissenschaftlern, wir haben die Genen von den Leuten nicht bekommen in der Vorzeit, die dann irgendwann gesagt haben, oh, da ist irgendwas im Gebüsch, ich bin mal neugierig, komm, wir gucken mal, was das ist. Die Genen haben wir nicht bekommen. Die Leute, die gesagt haben, oh, da ist irgendwas im Gebüsch, ich muss weg hier, ich habe Angst, die haben wir bekommen, diese Genen. Ja? Das ist eine Theorie. Ja? Aber eine nützliche Denkweise bzw. ein nützliches Mechanismus im Gehirn, aber es verursacht auch Probleme. Was sehen Sie im Bild? Beine, ja. Und was ist mit den Beinen? Ja, sie glänzen, ja. Vielleicht ist das Sonnenöl oder sowas. Und in der Tat, das habe ich im Netz gefunden, in der Tat, ist, die glänzen überhaupt nicht, die Beine. Das war eine junge Dame und sie hat einen Schrank weiß gestrichen und hat sich angelehnt und hat dann geguckt und merkte diese Striche, oh, meine Beine sehen aus, als ob sie glänzen, aber sie glänzen nicht. Es ist nur ein bisschen weiße Farbe. Und in diesem Fall macht unser Hirn einen Fehler. Ja. Also dieses Jump-to-Conclusions-Mechanismus, in diesem Fall ist es nützlich, in diesem Fall nicht so nützlich. Das heißt, unsere Judgments, unsere Urteile sind nicht immer korrekt, wir fühlen uns sehr sicher und dann machen wir fehlerhafte Entscheidungen, genau wie Percival Lowell. Ja? Eine Gegenmaßnahme dazu ist diese wissenschaftliche Denkweise. Es ist hier ziemlich einfach dargestellt, Kern der wissenschaftlichen Denkweise. Wir haben eine Erwartung, irgendwas passiert, dann kommt die Realität, irgendwas passiert tatsächlich und wenn es einen Unterschied gibt, werden wir irgendwas lernen. Insbesondere, wenn es einen Unterschied gibt. Das heißt, you make a prediction, reality happens, if there's a difference, you learn from it.
So, und das ist die Verbesserungskarte. Jetzt zurück auf dem Modell. Das heißt, hier ist unser Zielzustand, da wollen wir hin als nächstes. Hier sind wir heute und wir experimentieren und so erweitert sich oder bewegt sich unsere Wissensgrenze weiter Richtung unser Ziel. Das ist das Modell, in etwa die Verbesserungskarte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz hier unten rechts übersetzen kann. Sie experimentieren Ihren Weg vorwärts, anstatt Ihren Weg vorwärts zu entscheiden. Kann man vielleicht etwas eleganter sagen. So. Und viele Leute sprechen, also wie gesagt, in den USA zumindest, über Empowerment. Sie sind ein Team, sie sind frei, sie können entscheiden. Aber das funktioniert alleine nicht so. Wie oft waren Sie schon in einer Meeting, wie hier dargestellt, es gibt ein Problem oder ein Ziel und alle fangen an zu argumentieren über die Lösung. Ja? Er hat eine Lösung, er hat eine Lösung, ich habe eine Lösung und wir kämpfen für unsere Lösung. Ja? Wer gewinnt? Die lauteste Person, der Chef war eine Idee, ne, irgend sowas. Ja, gut, unsere Idee wird nicht genutzt, wir nehmen dann seine Idee und wir gehen raus, um seine Idee, seine Lösung umzusetzen. Natürlich funktioniert nie irgendwas auf Anhieb, ja, fast nichts funktioniert auf Anhieb. Und sobald seine Idee nicht funktioniert, was sagen wir? Ja, habe ich gleich gewusst, ja. Blöd. Ne, und was ich damit sagen will, ist, obwohl die Menschen eine tolle Fähigkeit besitzen, hier ist die Fähigkeit noch nicht im Gange. Sie schlummert noch unter der Oberfläche. Das heißt, wir haben diese Fähigkeit, aber die kommt nur raus, wenn wir uns auf einer gewissen Art und Weise managen. Lehren Sie Ihr Team, eine effektive Art und Weise zu arbeiten. Hier zum Beispiel, argumentiere nicht über die Lösung. Argumentieren Sie über das nächste Experiment. Hier, dieses Team ist anders. Die sagen, wir können kämpfen, wir können argumentieren, aber lass uns darüber argumentieren, was wollen wir als nächstes testen und wie wollen wir es testen. Denn keiner im Raum weiß die Lösung. Und wenn wir im Raum sitzen und alle darüber argumentieren, was die Lösung ist, da kommt keine neue Information in den Raum rein. Das heißt, die Wissensgrenze bewegt sich nicht. Wir können tagelang diskutieren, wir können Meinungen machen, wir können kalkulieren, wir können Flipchart machen. Die Wissensgrenze bewegt sich nicht weiter. Sie müssen irgendwas tun und sehen, was passiert. Mir hat vor kurzem einer in den USA gesagt, ich kenne diese Meetings, wir atmen alle unsere eigene Abgase. Ja, fand ich irgendwie gut. So, jetzt die Frage. Okay, eine wissenschaftliche Denkweise, nützlich, wäre ganz gut. Jetzt kommt die Frage auf, wie bekommt man eine solche, wie kriegt man eine solche Denk- und Handlungsweise? Also Unterfrage hier, was sollte der Manager tun? Es mangelt nicht an Modellen, also Verbesserungskarte, Design Thinking, Solution Focused Practice, Systems Thinking. Es gibt viele Modelle seit Jahrzehnten. Okay, jetzt habe ich noch eine auf den Haufen geworfen. Da ist sie, obendrauf, jetzt noch eine. Aber die Änderung tretet nicht ein. Und es ist interessant, ich bin teilweise in der akademischen Welt und Sie sehen, wie Professoren eine Forschung machen. Sie publizieren das und dann sagen die Profs sozusagen, ich weiß nicht, warum die Menschen nicht so handeln, wie wir herausgefunden haben. Wir haben es publiziert, wir haben ein schönes Modell gemacht, wir haben Artikel geschrieben, sogar YouTube-Videos gemacht. Ich keine Ahnung. Warum handeln die Leute nicht so? Und irgendwann sagen wohl die Neurobiologen, meine Herren, meine Damen, Sie haben erst nur den ersten Schritt genommen. Ein Modell ist nett, aber ein Modell alleine reicht nicht aus, um eine Denk- und Handlungsweise zu modifizieren. Reicht einfach nicht aus. Eine wissenschaftliche Denkweise wird durch Üben gelernt. Kinder handeln wohl wissenschaftlich etwas. Ja, sie probieren Sachen aus und lernen. Was ein Kollege an der Yale University sagt, ist ja, Kinder handeln wissenschaftlich, denn sie bauen gerade ihre neurologischen Bahnen auf. Sie bauen eine Bibliothek von neurologischen Bahnen auf. Aber wenn man dann erwachsen wird, so Pubertät und weiter, sieht man die Welt ganz anders. Man hat jetzt diese Bibliothek von neurologischen Bahnen und jetzt sieht man die Welt durch diese Perspektive. Man hat sogar die Möglichkeit, die Welt zu ändern im eigenen Sinne. Ja? Und das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, ein Kleinkind kann die Welt nicht navigieren, kann Auto nicht fahren. Wenn wir das Kleinkind in den Leipziger Bahnhof stellen, komm mal nach Berlin, ja, das wird nicht klappen.
Ja? Aber das Kleinkind ist ganz toll in Exploring, ja? Tastet Sachen ab, ja, lernt, wirklich toll. Ja? Eine erwachsene Person kann nach Berlin kommen. Ja? So, das Kind erwirbt diese neurologische Bahn ziemlich schnell, baut diese Bibliothek auf, kann jetzt die Welt alleine navigieren, ist aber nicht mehr ein Explorer, sondern betrachtet jetzt die Welt durch die eigene Perspektive. Das heißt für Erwachsene, ich gucke mal gerade, alle über Pubertät? Fast, okay, fast alle über Pubertät im Raum. Das heißt für uns müssen wir durchüben, eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise lernen. Ist komisch, wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise klingt so, als ob das für Leute, die studiert haben mit weißem Kittel, Scientists, ist überhaupt nicht so. Es ist nicht schwierig, eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise ist nicht schwierig, es ist nur kontra unsere natürlichen Züge als Erwachsene. Das ist, was es so schwierig macht und warum wir es üben müssen. Toyota Kata bringt also, das Thema Toyota Kata bringt diese zwei Sachen zusammen, eine wissenschaftliche Denkweise und Techniques of Deliberate Practice, also ein bewusstes Üben. Und wie gesagt, Ferdi wird, ich glaube, unsere Perspektive noch erweitern zu diesem Punkt. Sie sehen, hier habe ich geschrieben, wie in Sport und Musik. Das ist auch interessant aus der Forschungsperspektive. Wenn wir über Sport reden, der Gedanke, dass man klein anfängt, kleine Routinen erstmal einübt, die man später nicht mehr macht, aber so Starter-Cutter übt, oder Musik, wenn Sie ein Instrument lernen wollen. Ja, ich muss natürlich erstmal Tonleitern spielen, ganz einfache Hänsel und Gretel spielen und später, ich baue dann auch die Fähigkeit auf. Ja? Und ich brauche einen Lehrer, ich brauche einen Coach. Das ist in Sport und Musik total normal, in der Businesswelt fremd. Und das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Wie kommen wir dazu, in der Businesswelt zu denken, ja, das können wir so. Obwohl, wir wissen, kennen Sie, ja, das hatten wir in unserem Workshop. Ich weiß nicht, ob Sie das alle sehen können. Kennen Sie den Dunning-Kruger-Effekt? Ja, Dunning ist ein Prof an der University of Michigan, wo ich auch bin. Hier die horizontale Schiene ist Zeit. Ja? So, und wenn man eine neue Fähigkeit, wenn irgendwas Neues lernt, Musikinstrument, eine Sportart, eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise. Die Kurve ist nicht genau, ne? Es geht so Plateaus und so, aber die Fähigkeiten steigen in dem Sinne. Wie glauben Sie, ist unser Selbstbewusstsein darüber, wie gut wir, wie glauben Sie, schätzen wir unsere Fähigkeit ein? Wie sieht die Kurve aus? Die geht so hoch und dann geht es erstmal runter. Und irgendwann so. Das heißt, am Anfang, Anfänger überschätzen ihre Fähigkeit unwahrscheinlich viel. Ja? Hier ist die tatsächliche Fähigkeit und hier ist unsere Einschätzung über unsere Fähigkeit. Ist nach und nach bewiesen worden. Ja? Interessant ist, dass man auf Englisch diesen Punkt hier, wo man, kennen Sie vielleicht, ne? Auf Englisch nennt man den Mount Stupid. Ja, das ist hart. Und vielleicht hatten Sie auch mal in Ihrem Leben, standen Sie auch mal auf Mount Stupid und haben später gesagt, oh Gott, kann kaum glauben, dass ich dachte, ich habe da irgendwelche Fähigkeiten, ich war aber ein Anfänger. Lass uns ein bisschen über Üben reden. Probieren Sie es mal aus, ist eine ganz alte Übung, das können Sie auch mit Unterschreiben machen oder so, aber es bringt den Punkt. Kreuzen Sie bitte Ihre Arme und Sie sehen es schon kommen. Jetzt kreuzen Sie bitte in die andere Richtung. Okay. Und dann die Frage, wie fühlt es sich das zweite Mal gegenüber das erste Mal an? Wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben beim zweiten Mal? Falsch? Gut. Falsch. Ungewöhnlich? Bitte? Fremd? Gut. Sehr gut. Bitte? Geht gar nicht, ja. Okay, übrigens, ich sag's mal vorneweg, ich sag's mal später. Denke dran, das sind genau die gleichen Worte, die Sie hören, wenn Sie irgendeine Veränderung anbringen wollen in einem Team. Ja, das sind genau die gleichen Worte. Fremd, oder wie sagten Sie so schön? Geht nicht. Also in Köln sagen wir, gibt's nicht, geht nicht. Ja. Okay, hier sind
Hier sind Aussagen von anderen Gruppen, auf Englisch halt awkward, slow, unnatural, uncomfortable, it feels wrong oder geht nicht. Ne? Der ist ganz gut hier am Ende, had to think about it. Ich müsste ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ne? Und Sie sehen es ja schon, das erste Mal ist automatisch, das ist der Bremspedal, den wir schon kennen, das ist System 1, fast. Ja? Und I think that's System 1. Und die andere ist langsam, da müssen wir überlegen, da sind die kognitive Ressourcen dann plötzlich angespannt. Das ist, was passiert. Übrigens, jetzt haben Sie einen Ingenieur, der über das Gehirn redet. Da würde ich Vorsicht raten. Ja? Also bitte ein Sternchen machen überall jetzt. Das heißt, unsere Denkmuster sind in einer Endlosschleife. Sie haben ihr Leben lang Arme falten geübt. Ja? Sie haben eine riesen neurologische Bahn da oben für Arme falten. Und jedes Mal, wenn Sie, also die Neurobiologen sagen, Neuroscientists, ja, every time you think or do something, you are more likely to do it again. Jedes Mal, wenn Sie irgendwas denken oder tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es wieder so tun. Das ist die Schleife. Das heißt, ich denke oder ich tue irgendwas, ja, ein paar weitere Neuronen werden rekrutiert für diese Bewegung. Das heißt, es beeinflusst mein Mindset. Das nächste Mal, wenn ich meine Arme falten muss, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie wieder so falte, weil ich jetzt mehr Neuronen für diese Art und Weise des Armefaltens habe. Ja? Und so falte ich sie wieder so. Und dadurch werden noch mehr Neuronen rekrutiert für diese, und es ist eine Endlosschleife. Sie bauen dann diese Autobahnen in Ihrem Gehirn auf. Sie sehen, warum das Kleinkind schafft es nicht nach Berlin. Sie schaffen es nach Berlin, weil Sie die Autobahn haben. Aber durch die Autobahn sind Sie nicht mehr ein Explorer. Ja? Also wir sind in einer Endlosschleife. Das heißt, we're screwed, sorry. Und damit auch könnten wir den Vortrag beenden. Ja? Sorry, wie heißt der Joke? Bei 60 dürfen Sie über die Ampel bei Rot und mit 65 müssen Sie. Ja? Das ist der Hintergrund von dem Witz. Ja? Da ist es. Ich gebe Ihnen mal was mit, was mich beschäftigt und interessiert. Unterhaltungen über, gibt es freien Willen oder nicht? Haben wir freien Willen oder nicht? Do we have free will or not? Hier ist eine These für Sie, einfach zum Überlegen. Der Weg zum freien Willen ist anzuerkennen, dass wir keinen freien Willen haben. Was ich damit meine ist, wir sind gesteuert von unseren neurologischen Bahnen. Ja? Also wir haben in dem Sinne keinen freien Willen. Das ist jetzt nur eine Meinung für Sie zu überlegen. Wir sind gesteuert durch die neurologischen Bahnen, haben keinen freien Willen, aber man kann die Bahnen durch Üben ändern. Der Weg zum freien Willen ist, wenn ich mich anders verhalten möchte, kann ich eine neue Art und Weise üben. Der Weg zum freien Willen ist zu sagen, im Grunde genommen bin ich gesteuert, aber ich kann das Steuerungssystem ändern, indem ich was anderes übe. Interessanter Gedanke zumindest. Das ist das Armefalten, wie Sie es immer machen, das ist die Autobahn, und rechts ist das Armefalten oder was auch immer, unterschreiben mit der nicht dominanten Hand und so weiter. Das ist ein Waldweg, da möchten Sie sich durchhacken. Das machen Sie natürlich, das Gehirn will nicht Zeit und Energie verschwenden mit Armefalten. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Party, Sie reden gerade mit jemandem und Sie sagen, können wir mal kurz Pause machen? Ich muss mir gerade die Arme falten. Ja? Geht nicht. Ja? Kann der Verkehr bitte mal aufhören, ich muss mal gerade den Bremspedal suchen. Ja? Ah, da ist er. Scheiße. Ne, so, okay. Es hat alles seinen Sinn, ne, aber es hat eine Schattenseite. Aber hier ist die Lesson. Die Frage ist natürlich, was soll der Manager machen? Hier ist die Lesson. Kämpfen Sie nicht als Manager mit diesen bestehenden neurologischen Bahnen. Diesen Kampf können Sie nicht gewinnen. Wenn Sie einfach immer wieder eine andere Art und Weise erklären, wenn Sie Ihre Leute eine andere Art und Weise zeigen und weggehen, und dann rutscht es wieder zurück. Auch die Verbesserungen rutschen zurück. Ja? Und ich habe immer gedacht, auf Englisch hostile, das Team ist, bitte? Feindlich, irgendwie, die wollen nicht. Was ist denn los mit diesen Leuten? Ja, das ist kein guter Gedanke, den Mitmenschen gegenüber zu haben. Ja? Und das ist schön, wenn man merkt, es rutscht nicht zurück, sie gehen nicht zurück in die alte Spur, weil sie feindlich sind oder schlecht sind. Es ist physiologisch, diese bestehenden neurologischen Bahnen sind so stark.
also machen Sie es nicht hier, da oben steht einer und erklärt, was macht Toyota? Ich möchte noch einmal eine Rede über Toyota halten. Ja? Das bewirkt im Grunde genommen nichts. Das ist nur ein erster Schritt. Was kann funktionieren, ist, dass wir eine neue Bahn üben. Am Anfang ist das sehr schwierig, deswegen müssen wir es mit einem Coach machen. Sonst üben wir ganz natürlich unsere existierenden Bahnen. Was wäre, wenn Sie jeden Tag 20 Minuten Arme falten, andersrum üben würden? Oder Zähne putzen mit der anderen Hand? Oder unterschreiben mit der anderen Hand? Was ist, wenn Sie jeden Tag 20 Minuten üben würden? Kriegen wir hin. Ja, genau. Also ich glaube, das untere, das ist der Weg vorwärts. Und dieses erste Video, was 2 Minuten lang ist, zeigt das besser, als ich es erklären kann. Könnten wir das erste Video kurz sehen? 2 Minuten. Es ist auf Englisch, aber es ist ziemlich einfach zu verstehen. Aber wir brauchen den Sound. Not so long ago, many scientists believe that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit, or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Okay, danke schön. War das laut genug oder sollen wir das nächste Video ein bisschen lauter machen? Ist okay? Lauter? Lauter? Das heißt gut oder lauter? War okay, danke. Übrigens, es ist ein bisschen mechanisch dargestellt. Also ein Neurobiologe in den USA, sie hat mir mal gesagt, Mike, du solltest vielleicht nicht über das Gehirn sprechen. Einfach so, es war cool, das beste Feedback. Nur wiederholen reicht nicht. Wenn ich jetzt Gewichtheben mache, ja, die Muskeln wachsen, aber das Gehirn ist anders, die Emotion muss stimmen, einige andere Elemente müssen stimmen. Also einfaches Wiederholen ist ein bisschen zu mechanisch dargestellt. Aber der Gedanke, dass wir die bestehende neurologischen Bahnen nicht bekämpfen, sondern eine neurologische Bahn aufbauen. Ich finde, der Gedanke ist sehr gut. Und ich glaube, der beschreibt auch in etwa, was wir bei Toyota gesehen haben. Auch die Einstellungskriterien bei Toyota, die dürften wir beobachten. Wir haben so viele Toyota-Werke in den USA. Und wir staunen, die sind gar nicht daran interessiert, ob sie schon mal Autos gebaut haben. Eher negativ, wenn sie schon mal Autos gebaut haben. Die sagen, ja, wir wollen nicht die schlechten Gewohnheiten von anderen haben. Wir bringen ihnen unsere Denk- und Handlungsweise bei. Das machen wir. Das ist die Aufgabe des Managers. Was wir suchen, ist Leute, die offen sind, um Neues zu lernen und die mit anderen Personen zusammenarbeiten können. Plays well with others. Ja? Und da werden sie auch getestet. Interessante Nebenbemerkung, wir haben eigentlich keine Zeit, aber interessante Nebenbemerkung. Unsere Bürger-Gouverneur in Michigan ist nach Japan gereist, hat Toyota besucht und gesagt, bauen Sie ein Werk in Michigan, wir haben sehr viele erfahrene Autoarbeiter, ja, Mitarbeiter aus der Autoindustrie. Ja? Und für Toyota so, oh Gott, bloß nicht. Ne? Das wäre ein Umkrempeln. Ja? So, jetzt kommen wir an den Punkt, eigentlich endlich,
Starter-Cutter. Ich nenne sie auch nicht mehr Cutter, denn wir sehen zwei Fehler mit Cutter. Das sind nur Übungsroutinen für den Anfang. Und wir haben zwei Fehler gesehen, selber dran schuld, wir haben es nicht richtig erklärt. Die Firmen, die Personen, die sich weigern, Tonleitern zu spielen. Die wollen am Anfang sofort Experte sein. Die sind auf Mount Stupid. Sorry, ich war auch oft oben, ne? Also Selbstkritik. Die sagen, nee, jetzt was soll ich diese fünf Fragen erstmal üben? Ich weiß schon, ich bin schon lange Manager. Diese Leute, die nicht die Anfangsstufen von Üben machen wollen, werden immer Anfänger sein. Der andere Fehler ist, auf immer und ewig bei den Cutter zu bleiben. Das sind nur Übungsroutinen. Das ist blöd, wenn einer sagt, hey, ich spiele Gitarre, möchtest du mal hören? Und dann spielt er fünf Minuten Tonleitern vor. Das ist nicht so angenehm, ne? Die sind nur für den Start. Ja? Starter, Cutter, hier ist dieser Kreislauf. Jedes Mal, wenn wir irgendwas denken oder tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nochmal so tun. Wir bauen diese Autobahnen in unserem Gehirn auf, neurologische Autobahnen. Das können Sie ändern, indem Sie, also ich sage auf Englisch inject, Sie bringen rein eine kleine andere Routine und Sie fangen damit an und dann bauen Sie damit auf. Ja? Das heißt, hier ist unser Modell, die Verbesserungscutter, mal linear dargestellt. Für jeden Schritt mussten wir Starter-Cutter entwickeln. Wir haben beobachtet, wie geht Toyota mit den Lieferanten um. Das war sehr hilfreich und haben versucht, das ein bisschen herauszukristallisieren auf kleine Übungsroutinen, mit denen man beginnen kann. Wir haben auch Übungsroutinen für den Coach. Das heißt, Coachen ist auch eine Fähigkeit, die gelernt werden, eigentlich muss, die geübt werden kann. Da haben wir auch Starter-Cutter für den Coach. Wie gesagt, in Musik und Sport ganz gang und gäbe hier, ne? Aber die benutzt man nur am Anfang. Hier, also wenn Sie zum Konzert gehen, ja, es wäre ja doof, wenn der Rock'n'Roller vorne sagt, einen Moment, ich muss mal gerade nachschlagen. Wie heißen die? Griffe? Chords, ne? Das geht nicht. Oder wenn Sie tanzen, ich tanze nicht, leider, aber am Anfang gibt es diese auf den Fußboden gemalte Fußtapsen, ja? Warum sind die da? Wofür sind die da? Um die Grundbewegung reinzubringen, mehr nicht. Später tanzen Sie in Ihrem eigenen Stil, nicht mehr so steif. Das ist genau, was eine Starter-Cutter ist. Sie fangen damit an und dann bauen Sie Ihren eigenen Stil darauf auf. Viele Leute glauben, wenn Sie eine Übungsroutine, steife Übungsroutine am Anfang benutzen, das ist zu steif. Das ist schon der Fehler, schon Mount Stupid. Ja? Der Tänzer, der so schön tanzt, hat mal so angefangen. Der Rock'n'Roller, der so schön spielt, hat mal so angefangen. Ja? Die Jazz-Musiker, die haben so viele Standardroutinen geübt, dass sie jetzt gemeinsam spielen können, wenn sie, oh, jetzt gehen sie gerade in die Richtung, ich kann mit, ja, weil ich diese Wege geübt habe. Und jetzt der interessante Punkt. Wenn Sie in Ihrem Team eine gemeinsame Denk- und bzw. eine Organisationskultur modifizieren wollen, dann sind Starter-Cutter insbesondere nützlich, weil jeder mit den gleichen Grundelementen beginnt. Später Ihr Stil und mein Stil und Ihr Stil könnte etwas anders sein. Die Grundmuster sind immer noch da, aber wir entwickeln den eigenen Stil. Ja. Das Video ist so gut, lassen wir das mal kurz zeigen. Hier spricht Kollege BJ Fogg über Starter-Cutter, ohne den Begriff Starter-Cutter zu benutzen. 4 Minuten Video. I would have never expected that a year ago, that today I would be doing 50, 60, 70 push-ups a day. But all this is part of being obsessed with the behavior. And one of the things that you need to do is practice changing your own behavior. And that gives you an understanding of how behavior works. Now, the way I arrived here was very much like the flossing, but a little bit different, and this was the equation. After I pee, I will do 2 push-ups. Okay, so I'd use the facility. Yes, technically you flush the toilet first, and then 2 push-ups. And you're done, and you go, awesome, okay? That's, yeah, okay, awesome, yeah. Well, after 2, it's really easy, you move on, then you do 5, then you do 8, and
The current, where I'm at now, I do 8, but I always do extra credit. So I tend to do 12 or so, and it adds up over the day. I end up doing, who knows, 50, 60, 70, depending on how much water I've had and other factors. The good news is that behavior and behavior change is not as complicated as most people think. It's systematic. One of the best ways to get people to do behavior in the long term is to build their confidence and ability through baby steps. Now, I know you've heard the term baby steps before, and sometimes people trivialize that because it's like baby steps. It sounds trivial, but it's not. Baby steps are super powerful. It's a way to help people continue to do harder and harder behaviors. And the way it works is this. If you start people out doing something easy, and if they feel successful doing that thing, they're much more likely to do it again because that thing becomes easier to do. That behavior, let's say it's walking 5 minutes, it's easier to do day 2, and naturally their motivation rises up. They're more hopeful and less fearful around that behavior. So as you have them take baby steps, you're letting them develop more ability and more motivation. And so you can ratchet up the baby steps and ask them then to do something harder. Maybe walk 15 minutes, day 1, day 2, day 3. And now here comes the magic. Not necessarily after day 3, but after a period of time of feeling successful, what I call success momentum. There's this moment in time that I call a springboard moment where they jump up and they're able to do something much harder. What seems to happen is their fear shifts to hope. So fear depressing the behavior, as they feel successful, then they become more hopeful than fearful. And notice as the motivation goes up, they're able to do a hard behavior. And I found that people actually select the hard behavior on their own, and they do this without me prompting them. The key is to help them take baby steps, guide them on the baby steps, and help them feel successful. That's how you tap into the power of success momentum, and you lead them to what I call a springboard moment, and boom, they'll do these harder things. I have people every week who email me and say, DJ, thank you helping me succeed in these small ways. I was feeling so awesome about what I was doing and my ability to change. I did this super hard thing in my life. So watch for that in your own life, and watch for that dynamic in the lives of people you work with. Gerd Aulinger erzählt eine schöne Story über Manager, die merken, welche Fähigkeiten ihr Team eigentlich hat, wenn man diese Fähigkeiten ein bisschen entwickelt. Ja? Und wie hast du gesagt, Gerd, der Manager merkt, er wird gezogen. Er hängt am Seil, da sind mehrere Mitarbeiter und die Mitarbeiter ziehen den Manager. Und das Gefühl, wenn man es einmal gespürt hat, ist richtig toll. Ich dachte, das war eine interessante Art und Weise, das zu darzustellen. Nur noch ein paar Punkte und dann haben wir es ein paar Ahas, die dabei rauskommen. Das hier ist das eine, es ist wirklich tägliches Üben. Neurobiologen würden sagen, meine Damen und Herren, machen Sie sich nichts vor, wenn das Wochentage oder Arbeitstage sind und hier üben wir das Neue und hier ist es Business as usual, machen Sie sich nichts vor, Sie üben Business as usual. Es muss jeden Tag passieren. 15 Minuten, 20 Minuten am Tag reicht völlig, voll und ganz. 20 Minuten am Tag ist viel besser als 2 Stunden einmal die Woche. Okay. Das heißt für uns, das Üben muss integriert werden in die tägliche Arbeit, muss Teil der täglichen Arbeit werden, ne? Nicht eine separate Sache. So, zweiter Aha, der Anfänger braucht unbedingt einen Coach. Ja, später kann das Coaching weniger frequent werden, aber am Anfang ein ziemlich enges Coaching. Ganz einfach, warum? Weil ich ohne Coach meine bestehende neurologische Bahn üben werde, ohne dass ich es überhaupt merke. Die sind so stark. Sie haben es bestimmt schon mal erlebt, Sie versuchen irgendwas Neues zu üben, eine Sportart oder irgendwas, und der Coach kommt und Sie kommen nicht voran und der Coach kommt und sagt, oder irgendjemand kommt und sagt, halte mal deinen Arm so, ja, und plötzlich geht es besser. Ja. Also der Anfänger braucht einen Coach. Und übrigens, das Coaching ist eins für Fähigkeitentwicklung, das Coaching ist 1:1. Das heißt, jeder Lerner hat andere Bedürfnisse. Tägliches Üben, wir brauchen einen Coach. Wer kann denn in einer Organisation der Coach sein? Nicht die Lean-Abteilung, die kann ja nicht jeden Tag 20 Minuten coachen. Ja? Es gibt nur eine Antwort, es ist der Manager. Und das ist, was wir bei Toyota gesehen haben.
Und übrigens, jetzt muss ich das mal kurz erwähnen, so viele Leute sind nach Toyota gepilgert und haben gemerkt, oh, die haben in etwa eine 1:5-Spanne. Alle 5 Leute haben irgendeinen Manager. 5 Mitarbeiter haben einen Teamleiter. 5 Teamleiter haben einen Manager. In etwa, ist nicht immer 1:5. Ja? Und sind nach Hause gegangen und was haben die kopiert? 1:5. Ja? Was übrigens ziemlich teuer ist, wenn man die Verbesserung nicht bekommt. Ja? So, und warum hat Toyota 1:5 gemacht? Damit sie coachen können. Es war eine Lösung, die sie gefunden haben, um das Problem, das Hindernis, wie können wir täglich coachen? Wir können den Leuten nicht unsere Denk- und Handlungsweise beibringen, wenn wir nur alle 4-5 Tage coachen. Wir haben das Falsche kopiert. Wir haben das Sichtbare kopiert und nicht das Unsichtbare. Faszinierend, faszinierend. Noch ein Aha. Ich dachte immer, wie gesagt, diese Teams, die sagen, ey, ich will nicht. Ich kann nicht, was soll ich die Karte lesen? Und diese Worte, die Sie gesagt haben, geht nicht. War gut, ja? Gibt's nicht, geht nicht. Und ich hatte immer ein negatives Gefühl diese Teams gegenüber. Mittlerweile, und ich dachte, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Teams so sprechen, mittlerweile, wenn die Leute das sagen, geht nicht, ich will nicht, ich mag das nicht, es fühlt sich komisch an, dann sage ich mittlerweile, klasse, genau so sollen sie sich fühlen, denn wenn sie sich nicht so fühlen, lernen sie nichts Neues. Das ist ein Gefühl, das kommt mit, wenn sie was Neues lernen, das ist ganz natürlich. Machen Sie es mal, dann schaut sich der Team, was? Aber es ist unangenehm, ja, perfekt, so soll es sein. So, jetzt üben wir noch ein bisschen und dann wird es weniger unangenehm. Also interessante Bemerkung. Hier eine Dame, ich habe das Bild gemacht, blöd, die, wenn man ein Foto macht, lächelt jeder. Ja? Aber was ich zeigen will, das ist ein Lerner, sie übt hier diese Starterkarte aus, die man hier sieht, die in dem neuen Buch zu sehen sind, die Sie auch auf der Webseite finden. Und im Inneren schimpft sie, ich will nicht, warum muss ich dieses Formular so auswählen, warum muss ich meine Erwartung für dieses Experiment aufschreiben, lass mich doch einfach machen. Ja? Cool, ist dabei was Neues. Hier ist ein Coach, ich kann Ihnen nicht sagen, unsere Kollegen können Ihnen sagen, Sie geben die 5 Fragekarte an eine Fragenkarte an einen Manager und sagen, halten Sie sich mal an diese Fragen, einige Wochen lang. Ja? Boah, ich will nicht. Also hier im Inneren tobt es, das geht nicht, mag ich nicht. Ja? Das ist so der Punkt. Hier sehen Sie eine Karte, das sind die 5 Fragen. Das ist die Starterkarte auf der linken Seite. Auf der rechten Seite fängt dieser Coach an, Ihre Lieblingsfragen, Ihre Impulse und sowas zu notieren. Sie fängt an, Ihre eigene Art und Weise zu entwickeln. Und das ist die korrekte Verwendung von einer Starterkarte. Nur zum Start. Sie baut darauf auf. Insgesamt, Wissen ist nicht das Gleiche als Tun. Also wenn wir andere Organisationen benchmarken, das ist noch lange nicht genug, um Veränderung zu kreieren. Zweiter Punkt, eine wissenschaftliche Denkweise ist eine prima Art und Weise für Menschen zu navigieren. Es ist aber nicht unser natürlicher Modus. Dritter Punkt, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Haltung sind im Gehirn verkabelt. 4, Sie können Starterkarte mit etwas Coaching üben, um Ihr Gehirn ein bisschen umzukabeln, ja? Wenn Sie die richtige Emotion dazu mitbringen. Sie müssen auch irgendwann wollen, vielleicht nicht am Anfang. Sie können auch, letzter Punkt, eine Organisationskultur modifizieren. Ich sage nicht ändern, modifizieren. In dieser Art und Weise mit Managers als den Coaches. Wir glauben, das ist, was Toyota macht. Wir sehen, das ist, was Toyota macht in den USA. Aber ich glaube, Ferdi will uns da noch ein paar Fragen aufwerfen. Das finde ich wirklich toll für die Konferenz. Das sind eigentlich alles, was ich habe. Ich wollte nur sagen, Sie können 5 Fragekarten und die Poster gibt es im Internet. Sie können anfangen, mit diesen Sachen zu spielen in einer Meeting. Website gibt es. Es gibt auch von Konstantin von der Kata School eine Website, da sind diese Ressourcen zu haben. Wenn Sie ein Kata Buch, fangen Sie vielleicht hier an mit dem Practice Guide, dann haben Sie sehr viel Detail hier, Toyota Kata Kultur, das gibt es mittlerweile schon in Deutsch und das Buch von 2009 ist eigentlich der Forschungsbericht. Machen Sie, wer hat das Puzzlespiel gestern gemacht? Eigentlich viele, ne? Fast alle. Ja, nutzen Sie es. Sie lernen am meisten, wenn Sie das Puzzlespiel einmal führen, moderieren, ja, dann lernen Sie am meisten und Sie haben dann ein kleines Werkzeug, um die 4 Schritte der Verbesserungskata anderen zu zeigen. Und damit bin ich auch ein paar Minuten über. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen interessanten Tag.